Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar frage ich heute nach der Energie für das anstehende Wochenende. Ja, ich hatte mich in den letzten Tagen ein bisschen zurückgezogen hier auf YouTube, denn Benny war ja hier bei uns auf Mallorca zu Besuch und ja, wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben Benny viel gezeigt von der Insel, hatten eine Menge Spaß und ja, ich habe zwar weitergearbeitet, aber hauptsächlich dann, wenn Benny morgens noch geschlafen hat oder aber wenn er selber mal was lernen musste. Und jetzt ist er heute Mittag wieder in Richtung Heimat geflogen und jetzt bin ich natürlich wieder voller Power für euch da. Ich habe eine interessante Ankündigung für all diejenigen unter euch, die sich in einem Seelenpartnerprozess befinden. Ich berichte ja die ganze Zeit schon in den letzten Monaten, dass wirklich die Energien im Kollektiv der Seelenpaare Fahrt aufnehmen und dass Wunder möglich sind. Und ich habe von einer ganz lieben Klientin die Erlaubnis, ihre Geschichte in einem Video zu erzählen. Denn was sich hier verändert hat, das ist wirklich ganz erstaunlich. Und das wollte ich euch schon mal ein bisschen schmackhaft machen. Dieses Video wird es auch jetzt am Wochenende geben, hier auf YouTube für alle ersichtlich. Ja, aber jetzt fragen wir mal aus dem Tarot, welche Energien herrschen denn jetzt am kommenden Wochenende? Was ist für uns wichtig hier für unsere Resonanzgruppe? Also ich muss sagen, dieser Vollmond, den wir jetzt hatten im Zeichen des Stiers, der war nicht einfach, ja, also uns haben sehr viele Nachrichten erreicht von Menschen, denen es gar nicht gut ging. Da kam wirklich, so wie ich es schon anfangs intuitiv wahrgenommen hatte, sehr viel Frust ins Kollektiv, sehr viel Wut auch, ja. Und jetzt fragen wir einfach mal aus dem Golden Rider Tarot, welche Energien stehen uns denn jetzt am Wochenende zur Verfügung? Also dieser Impuls gilt jetzt sozusagen von jetzt an, wenn du dieses Video schaust, bis Sonntag. Und ich möchte um 6 Karten bitten. Ich habe heute im Übrigen mal eine weiße Tischdecke, das ist ein Erbstück meiner Mama, untergelegt, weil ich finde zwar den Holztisch auch sehr schön, aber mein Lieblingsdeck hier hat beinahe die gleiche Farbe wie der Holztisch und ich muss selber feststellen, dass man die Karten einfach relativ schlecht sieht. Vielleicht gebt ihr mir in den Kommentaren eine Rückmeldung, wie euch das gefällt mit der weißen Damast-Tischdecke meiner Mama. Ich habe sie gerade versucht, ganz glatt zu bügeln, aber richtig glatt ist sie nicht geworden. Aber ich denke, sie wird sich auslegen. So, eine erste Karte bitte. Welche Energie steht uns zur Verfügung jetzt dieses Wochenende? Da fällt der Ritter der Münzen. Ich bitte erst um alle 6 Karten und dann komme ich zur Deutung. Eine zweite Karte. Wir lassen mal die noch umgedreht. Das ist immer ein bisschen spannender, wenn wir sie dann der Reihenfolge nach umdrehen. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und nochmal 3 Karten bitte. Welche Energie steht denn unserer Heart and Soul Family zur Verfügung jetzt an diesem Wochenende? Ich bin gespannt. Diese Vollmondenergie dürfte sich jetzt allmählich, oh, da sind gleich 2 gefallen, allmählich ausgereinigt haben. Wir schauen uns mal die Unterseite des Decks an. Wunderschön. Hier reicht dir der Page oder Bube der Münzen deinen Selbstwert in Form dieses goldenen Talers. Also es könnte darum gehen, dass du vielleicht in dieser Vollmondenergie tatsächlich wieder etwas über dich und über deinen Wert gelernt hast, ja, also so kommt mir das vor. Wir schauen uns jetzt aber mal die einzelnen Karten an. Interessant, ja, sowohl der Bube als auch der Ritter der Münzen fällt hier. Beide Karten symbolisieren den Selbstwert und auch, dass man vielleicht im Nachhinein erkennt, dass eine Situation, die sich jetzt für dich vielleicht ergeben hat in den letzten Tagen, letztendlich dazu führte, dass du vermehrt in deine Stabilität kommst und dir deines Wertes nochmal bewusst geworden bist. So, wir schauen uns mal die 2. Das ist jetzt natürlich schon hammerhart, ja. Also es fällt der Bube der Münzen, der Ritter der Münzen und auch noch das Ass der Münzen. Also eine große Chance, ja, scheint hier für dich bereit zu stehen, für dich einzustehen, deinen Wert zu erkennen. Aber das ist natürlich auch eine Chance auf glückliche Fügungen, ja. Wir gucken mal, da habe ich gerade schon gesehen, da ist die Kraft gefallen. Also alles in allem, ja, die Karten, die jetzt hier zu sehen sind, diese 4 Karten,
zeigen sehr, sehr deutlich, dass ganz gleich, wie du diese Vollmondphase erlebt hast, du gestärkt daraus hervorgehst. Es könnte etwas geschehen sein in dieser Vollmondenergie, das dich noch einmal herausgefordert hat, das vielleicht auch deinen Wert noch mal herausgefordert hat, aber du hast erkannt, ja, dass diese Gelegenheit oder diese Situation wirklich eine Chance für dich bedeutet, dich nochmal selber auch zu hinterfragen, wie stabil bin ich? Ja, der Ritter der Münzen steht ja auch für Stabilität, für diesen Halt in sich selbst. Und gerade diese Situationen, die unser Selbstwertgefühl mal erschüttern, ja, wo der Boden unter den Füßen mal wieder ein bisschen wackelt, kommen ja letztlich als Chancen zu uns, denn daraus können wir gereift und gestärkt hervorgehen. Und so scheint es hier zu sein. Also die obere Reihe verheißt für das Wochenende eine sehr stabile, kraftvolle Energie, ja, in der du dir auch wirklich deines Wertes bewusst bist. Jetzt schauen wir uns mal die untere Reihe an. Ja, es könnte tatsächlich etwas geschehen sein, das habe ich ja gerade schon mal so wahrgenommen, das dich enttäuscht hat. Hier fallen die 5 Kelche. Das ist eine Karte, die legt den Schwerpunkt darauf, dass dieser Mann hier diese 3 umgestürzten Kelche betrachtet. Ja, also er ist traurig darüber, dass sich etwas nicht so entwickelt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, allerdings, und das ist meiner Ansicht nach der wichtigste Aspekt bei dieser Karte, übersieht er dabei diese 2 gefüllten und aufrechten Kelche in seinem Rücken. Ja, also es geht an diesem Wochenende auch darum, wieder mal auf das zu schauen, für das du dankbar sein kannst in deinem Leben. Denn, das erzähle ich ja in vielen meiner Videos, die sich auch mit dem Gesetz der Resonanz beschäftigen, Liebe und Dankbarkeit sind letztlich der größte Push dafür, mehr von dem anzuziehen, ja, für das wir dankbar sein können. Wir schauen uns mal diese Karte hier an. Da fallen die 4 Stäbe. Das ist jetzt genau das, was hier in deinem Rücken liegt, ja, von dem ich gerade gesprochen habe. Die 4 Stäbe stehen symbolisch für eine Hochzeit im Leben, für etwas Schönes. Und ich glaube, dass jeder von uns ja trotz allem Dinge in seinem Leben finden, für die wir dankbar sein können. Und gerade dann, wenn wir aus so einer anstrengenden Energie wie dieser Stiervollmond-Energie kommen und uns sozusagen wieder aufrappeln, ja, weil wir da vielleicht so ein bisschen gehadert haben mit uns, mit unserem Leben, mit einer bestimmten Situation, ist es so unglaublich wichtig, den Fokus wieder nach vorne auf das Gute auszurichten. Und zum Schluss, jawohl, fallen noch die 2 Stäbe. Das ist genau das, witzigerweise, ja, Fokus nach vorne ausrichten. Nichts anderes tut dieser Mann. Der hat die Welt in den Händen, ja, der schaut nach vorne und sagt, ja, das, was passiert ist, ist vielleicht nicht so gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht habe ich jetzt in dieser Vollmondenergie auch ein bisschen gelitten, habe in einer Situation Federn gelassen, habe mit etwas gehadert, war auf etwas wütend, aber letztendlich gibt es ein Morgen, ja, oder anders ausgedrückt, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Und das scheint im Kollektiv jetzt am Wochenende präsent zu sein, diese Energie, ja, dass wir wirklich, ja, wie soll ich sagen, für das dankbar sind, was wir haben und auch, und das ist ja hier dieses Ass der Münzen, die Chance für uns erkennen, wenn wir das, was vielleicht nicht so funktioniert hat, was uns vielleicht getriggert hat, was sich vielleicht nicht als das entpuppt hat, das wir erhofft haben, wenn wir dem den Rücken kehren und sagen, ich mache es jetzt andersrum, ich schaue nicht mehr, was habe ich denn nicht in meinem Leben, sondern ich drehe mich ganz bewusst um, ja, schaue mir die Weltkugel in meinen Händen an und sage mir, ich allein bin meines Glückes Schmied. Also ein ganz stimmiges Reading in sich. Ja, wunderschöne Karten, die auch nochmal Bezug auf diese schwere Energie des Stiervollmondes nehmen. Aber diese Energie reinigt sich jetzt gerade aus und wir sollten den Fokus auf das legen, für das wir dankbar sein können und auf die Chance, die jeder Einzelne von uns hat, sein eigenes Glück selbst zu manifestieren, indem wir auch die Verantwortung selbst dafür übernehmen.
ja, uns immer wieder sagen, ich alleine bestimme darüber, wie es mir geht, wie ich mein Leben betrachte, wie ich mich selbst betrachte, letztendlich. Ja, ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, ihr seid ebenso begeistert wie ich von den gefallenen Karten. Also wenn es für euch schwer war mit dieser Vollmondenergie, dürfte das Wochenende sehr heilsam, sehr friedlich werden. Ja, ihr dürftet wieder zu Kräften kommen, neue Perspektiven entwickeln, euch vielleicht neue Ziele setzen und dann ja gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen. Ja, ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich bedanke mich, dass ihr natürlich unserem Kanal treu bleibt. Ja, wir haben immer mal eine große Schwankung in den Abonnenten. Das geht manchmal am Tag über 50, 60 Abonnenten rauf oder runter. Und ich freue mich einfach, dass doch eine Großzahl von euch uns jetzt schon so lange folgen oder beziehungsweise mir, viele ja von Anfang an. Und dafür möchte ich euch einfach mal von Herzen danken. Und wenn du neu bist auf unserem Kanal, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du uns abonnierst, wenn du teilhast an dieser Heart and Soul Family, wenn du kommentierst, dass wir einfach als gestärkte Gruppe hier ins Kollektiv wirken. Und ich bin einfach immer wieder unglaublich stolz auf so viele liebevolle Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen. Das berührt mich sehr. Ja, in diesem Sinne ein schönes Wochenende und wie gesagt, für alle Seelenpaare ein sehr interessantes Video jetzt am Wochenende, vielleicht Samstag, denke ich, werden wir es machen, Micha und ich, dann erzählen wir von diesem Prozess. Und diese Klientin hat uns die Erlaubnis dazu erteilt, das sind wir auch sehr froh drüber, weil es euch einfach mal zeigt, was derzeit passiert und möglich ist. Ja, meine Lieben, jetzt, wie gesagt, schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zusehen, bis bald, die Uli, tschüss!